Universität, genau. Was? Shinra! Tensei! Tensei! Buongiorno, amici! Tema magari, o magari. Freunde, herzlich willkommen zu unserem letzten Video der Traditional Japan Season hier auf unserem Kanal. Zwischen diesem Video und dem letzten sind schon wirklich einige Wochen vergangen. Das kann jeder sehen, denn du bist ziemlich fett geworden, mein Lieber. Mach halt Sport. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Julio in der Zwischenzeit geheiratet hat. Yeah, wenn das keinen Daumen nach oben verdient hat, weiß ich wirklich auch nicht, Leute. Aber dementsprechend haben wir einfach mega viel zu tun gehabt. Wir waren die letzten Wochen mit Vorbereitungen etc. beschäftigt. Und jetzt haben wir es aber endlich geschafft, uns wieder zu treffen und für euch eine letzte kulinarisch-japanische Sensation zu kreieren. Für unser heutiges Video haben wir uns etwas rausgesucht, was euch allen wahrscheinlich bekannt ist, nur nicht ebenso, wie wir es heute kochen werden. Und zwar gibt es heute Schnitzel! Oder wie die Japaner sagen würden, Donkatsu! Das heißt Tonkatsu, Digga. Nee. Donkatsu! Let's go! Also, wir werden nicht die Veganitos, wenn wir uns nicht etwas anderes einfallen lassen. Deswegen machen wir den Tonkatsu heute mit selbstgemachten Udon-Nudeln und frisches Gemüse. Also, Amici, wir haben heute 4 Arbeitsschritte zu machen. Und allerwichtig ist, dass man mit dem Teig anfängt, weil es ein bisschen länger dauert. Und die Besonderheit von diesem Teig ist, dass nur aus Mehl, als Weizenmehl, Salz und Wasser besteht. Allerdings muss man das ein bisschen länger verarbeiten und ein bisschen Ruhe lassen. Ich sage euch, wie das geht. Den Teig habe ich jetzt 5 Minuten verarbeitet. Und jetzt kommt in so eine Gefriertüte drin. Das verhindert, dass der Teig trocken wird. Und jetzt entspannt er sich. So 20 Minuten. Schön, dass wenigstens einer von uns zur Ruhe kommt. Gute Nacht, Teig. Keiner wird gerne aus dem Schlaf geholt. Aber jetzt tue ich mal unseren Teig schön massieren, dass nachher eine schöne Textur bei der Verarbeitung rauskommt. Beim Ausrollen brauchen wir ein bisschen Stärke, dass der Teig eventuell nicht auf dem Brett klebt. Und so geht das. Hast du den Eindruck, dass es etwas anstrengend ist, was du da gerade tust? Okay, Leute, ist nicht anstrengend, alles gut. Die Nudeln sind jetzt fertig zubereitet, die werden wir jetzt abkochen und danach direkt kalt machen. Abschrecken heißt das. Der nächste Tagespunkt auf der Agenda ist, das Gemüse vorzubereiten. Das brauchen wir später einmal für die Soße und auch einmal für die Nudeln selbst, also für unsere Udon-Nudelpfanne. Wir haben verschiedenes Gemüse vorbereitet, alles natürlich frisch. Let's go!
ist einfach der Ferrari unter den Köchen. Zu einem guten Tonkatsu und leckeren Udon-Nudeln machen wir heute eine Pflaumensoße. Die Basis dafür ist ein selbstgemachtes Pflaummus, was Don Macaroni höchstpersönlich zubereitet hat. Das hat er von zu Hause mitgebracht. Ihr könnt euch alternativ natürlich eins im Supermarkt kaufen. Und die ganze Geschichte ist relativ einfach. Ihr werdet gleich die Zutaten sehen und wir freuen uns jetzt, diese leckere Soße zubereiten zu können. Die Soße ist schon fertig. Die Soße ist schon fertig. So Freunde, als nächstes müssen wir unsere Donner Katze natürlich auch noch panieren. Wir haben wieder Panko Paniermehl ausgewählt. Das Ganze ist einfach mega crispy und schmeckt am besten. Wir brauchen unseren veganen Eiersatz. Das Ganze kennt ihr auch schon aus vergangenen Videos. Und was wir letztendlich panieren, weil traditionellerweise wird Tonkatsu eigentlich aus Chicken gemacht. So Leute, traditionellerweise wird Tonkatsu normalerweise mit Hähnchenfleisch zubereitet, das heißt paniertes Hähnchenschnitzel. Wir haben uns heute für was anderes entschieden und zwar Seitan. Liegt einfach daran, dass es geschmacklich und von der Textur her für dieses Gericht am allerbesten passt. Unsere japanischen Tonkatsu-Schnitzel aus. Wir sind jetzt mit allem ready. Jetzt wird alles noch schön gebraten, die Nudeln werden zubereitet, die Schnitzel werden gebrutzelt und dann könnten wir endlich diese Dinger verspeisen. Thank you.
jetzt kommen wir auf das. Noch ist alles soweit fertig zubereitet. Jetzt kommt meine Lieblingspart, das Anrichten. Und dann kann man endlich essen. So Leute, das war's leider schon wieder von uns für heute und natürlich auch mit der Traditional Japan Season. Und da ihr uns bisher so großartig unterstützt habt und wirklich immer mit dabei gewesen seid, vielen Dank an dieser Stelle dafür, haben wir uns was überlegt, um euch was zurückzugeben. Und zwar, da die Season beendet ist und wir eine neue Küche brauchen, der wir uns jetzt wieder zuwenden können. Ja, sprich, wir sind Japan, Italien, American, wir haben so viel durch mit euch. Würden wir jetzt gerne von euch wissen, welches Thema, welche Küche ihr euch als nächstes von uns wünscht. Dementsprechend einfach in die Kommentare schreiben, was euch am liebsten wäre. Soll es koreanisch werden? Soll es australisch werden? Ganz ausgefallen? Was auch immer, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Der Kommentar mit den meisten Stimmen gewinnt am Ende und unsere nächste Season hängt dementsprechend an euch. Kuss auf die Nuss. Also Leute, und wie immer, smash den Like-Button, lasst die Glocke klingeln, vergesst nicht mit eurem Meerschweinchen Gassi zu gehen, deabonniert die militante Veganerin auf OnlyFans und bis zum nächsten Mal. Ciao!